und die AfD stimmten dem Gesetz von Schwarz-Rot zu. Die Grünen enthielten sich. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0%. Das hat der Rat der Europäischen Zentralbank bei seiner Sitzung in Frankfurt entschieden. Der Rat hatte zum ersten Mal unter der Leitung der neuen EZB-Präsidentin Lagarde stattgefunden. Die EU-Kommission hat die drohenden US-Sanktionen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kritisiert. Gestern Abend hatte das US-Repräsentantenhaus Sanktionen gegen Manager und Firmen auf den Weg gebracht, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. EU-Handelskommissar Hogan sagte, man werde sich die Pläne genau anschauen. Astrid Korall. Die EU wende sich prinzipiell gegen die Verhängung von Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die legitime Geschäfte betreiben, erklärte Hogan. Ob Brüssel selbst mit Strafmaßnahmen antwortet, sollten die USA die Sanktionen verhängen, ließ Hogan offen. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 soll Gas von Russland nach Deutschland bringen und ist auch in der EU sehr umstritten. Zahlreiche Mitgliedstaaten waren Geschäftsführung geben. Die Linke sagte, Hygienestandards am UKGM würden nicht eingehalten wegen Überarbeitung und Zeitmangel. Die SPD beklagt rund 145.000 Überstunden an der Uniklinik. Die AfD fordert, dass die Klinik wieder komplett vom Land übernommen wird. Das UKGM gehört seit 2006 zu 95% der Rhön-Klinikum AG. Die Serie von Brandanschlägen auf linke Zentren in Frankfurt ist offenbar aufgeklärt. Nach RR-Informationen. Die Sonne raus, maximal 2 bis 6 Grad. In der kommenden Nacht ziehen wieder Regen und Schnee auf die Temperatur.
30.